Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Dutias Self-Inspiration. Heute gibt's leider keine Sonntags-Challenge. Ich bin immer noch alleine. Vielleicht habt ihr das Freitagsvideo gesehen. Kati hat ja leider eine Sommergrippe. Deswegen konnten wir diese Woche keine Sonntags-Challenge für euch drehen. Eigentlich hattet ihr abgestimmt für, ich verrate es, DM versus Rossmann. Das machen wir nächste Woche. Deswegen gibt's diese Woche auch keine neue Abstimmung. Ja, aber ich habe natürlich trotzdem ein kleines Video für euch gedreht und ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal wieder unser Studio, unser DIY-Inspirationsstudio und da nehme ich euch jetzt mal so ein bisschen mit, zeige euch unsere liebsten Bastelmaterialien und wie das Ganze bei uns so hinter den Kulissen so aussieht. So ihr Lieben, ich dachte, ich starte heute einfach mal von der Tür aus. So ist tatsächlich der Blick, wenn man bei uns ins Studio hineinkommt aktuell. Die Tür geht nämlich aktuell nicht allzu weit auf, weil wir ein riesengroßes Einhorn hier bei uns im Studio haben. Ihr habt es vielleicht schon in unserem Sommer-Must-Have-Video gesehen oder vielleicht auch so mal ab und zu im Hintergrund durchblitzen sehen. Ja, es steht tatsächlich aktuell bei uns im Studio und ja, wird so ein bisschen zur Mittagspause, zum Ausruhen, zum Entspannen genutzt. Ich glaube, bei Instagram gibt es auch einige Fotos mit dem lieben Einhorn. Und Kathi hatte auch eine Abstimmung darüber, wie es tatsächlich heißt. Da muss ich sie nochmal fragen. Ich glaube, Konfetti war im Namen mit drin. Wenn ihr es wisst, wenn ihr es auf Instagram gesehen habt, schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. Sonst frage ich sie auf jeden Fall nochmal. Hier seht ihr so unsere Hintergrundwand aktuell rosa gestrichen und mit den mintfarbenen Bildern drauf. Ganz, ganz viele Einhörner natürlich auch und Regenbögen. Lichterketten haben wir hier natürlich auch hängen. Und natürlich unseren DIY-Schriftzug in der Mitte mit ganz, ganz viel Washi-Tape. Das ist ja das Gute, es ist sehr leicht, aber eben riesen, riesengroß. So, komm mal her, einmal hier rüber. Jetzt kann natürlich niemand mehr rein. Ist auch eine gute Möglichkeit, sich hier selbst einzusperren. Und hier komme ich zu unserem Bastelmaterial. Hier sind einmal Sticker gelagert. Wow! Ganz, ganz viele. Und auch ganz viele unterschiedliche. Rollen und auch verschiedene Blätter mit Stickern drauf. Hier zum Beispiel. Das Regal habe ich auch mal beklebt, auch mit Washi-Tape, mit dicken Rollen in Schwarz und Weiß. Und hier unten kommt dann auch unser Washi-Tape, eine riesige Kiste voll und ich habe sogar noch eine zweite im Keller. Wenn ihr möchtet, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare, dann zeige ich euch die auch nochmal. Also Washi-Tape haben wir auch mal gezählt in dem Live-Video, haben wir so um die 400 Rollen aktuell. Dann gehe ich einmal hier rüber zu der einen Kiste, die kann man übrigens auch als Hocker benutzen, die sind gepolstert. Und hier sind Kostüme drin. Hier sind Perücken drin. Pinke Perücken, dann Monster High Perücken. Katis Perücke von Karneval. Wo sie ja Meerjungfrau war, glaube ich. Die grüne. Hier ist noch eine Monster High Perücke. Und hier sind auch noch weitere Kostümaccessoires. Alles richtig gut eingepackt. Passt gerade so rein. Aber an Halloween gibt es bestimmt wieder weitere Kostüme. Da müssen wir uns wieder was überlegen, wo die dann hinkommen. In der zweiten Kiste ist ein bisschen Lego drin vom Do It Yourself Inspiration Kids Club. Und hier komme ich jetzt schon zu unseren weiteren Einhörnern. Wir haben so viele Einhörner bei uns. Mr. Sparkle und... nein, Rainbow Sparkle. Und ich glaube Mr. Fluffy. Genau, Mr. Fluffy. Das sind unsere kleinen Piñata-Einhörner und hinter mir sitzt das riesengroße Einhorn. Dann gehe ich mal hier zur Seite so ein bisschen weiter.
Hier haben wir so eine Dekowand, da haben wir verschiedene Bilder aufgehängt, auch ein bisschen was aus der Fanpost. Und eben auch selbstgemachte Bilder von uns, die ihr vielleicht auch in den Videos gesehen habt. Leinwände mit Fotos. Bisschen Frühlingsdeko. Und oben auch ein Kalender, der aber gerade auch nicht stimmt. Den 11. November haben wir noch nicht. Hier zur Wand geschoben aktuell ist einmal unser Drehtisch. Das ist der Tisch, wo Kathi und ich immer dran sitzen, wenn wir so ja, die Anfänge von den Videos drehen. Hier sind die Hocker. Oder wenn wir auch unsere Challenges drehen. Der wird dann einfach in die Mitte des Raums geschoben und natürlich die Stühle auch. Ich bin jetzt einmal auf der anderen Seite des Tisches. Hier ist wieder das Einhorn. Sehr prägnant mitten im Raum. Und hier ist unser großes Kallax-Regal. Vor dem Hintergrund drehe ich mit Claudio oder auch mit Felix die Challenges für den Kids Club. Also wenn ihr euch vielleicht schon mal gefragt habt, was das für ein Hintergrund ist oder ob das ein ganz anderer Raum ist. Nein, das ist auch hier bei uns im Studio. Einfach eine andere Perspektive. Und hier ist zum Beispiel unten die Fanpost in den Kisten. Und hier ist auch Pappe. Hier seht ihr verschiedene Pappen in den Ablagen. Hier sind die Schulordner, die Kathi gestaltet hat. Und natürlich auch die Schatzkiste. Und meine Weihnachtsdeko hängt immer noch. Die ist bald wieder passend. Aber eben Weihnachtsdeko in Gold und Pink, finde ich, geht eigentlich auch das gesamte Jahr über. Hier oben übrigens noch ein Einhorn, das kann sogar fliegen. Hier oben haben wir dann noch weiteres Material gesammelt. Und auch noch ein bisschen was Süßes zum Naschen für uns. Und ganz oben gibt es auch noch ein E und ein K. Neben dem Regal hängt dann auch der Spiegel. Da seht ihr mich gerade einmal beim Filmen, eben mit der Kamera in der Hand. Und dann gibt es hier den Schreibtisch mit Drucker, Kalender, natürlich mit Laptop. Der ist aktuell aus, da liegt mein Handy und meine Tasche dabei. Ein kleiner Ventilator für den Sommer. Kalender, den ich Kathi mal geschenkt habe, mit dem hübschen Foto von uns beiden. Und dann geht's von den Fenstern auch schon rüber zum wichtigsten Teil, sage ich mal, unseres Studios. Hier wird nämlich tatsächlich gedreht. Also hier werden DIYs gemacht. Hier seht ihr einmal die Unterlage, auf der gedreht wird. Das ist ja so eine Holzplatte aus dem Baumarkt einfach. Die ist super widerstandsfähig. Also da kann durchaus mal Heißkleber oder so draufkommen. Das ist da überhaupt nicht schlimm. Also da haben wir uns extra eine Platte besorgt für. Und eben der blaue Hintergrund. Es gibt auch den rosa Hintergrund. Da nimmt man dann die blaue Platte einfach einmal weg. Das ist eben auch schön flexibel einsetzbar. Darüber einmal direkt eine Lampe installiert. Und ihr habt sie bestimmt auch schon so hin und wieder rumstehen sehen. Unsere Lampen mit den schwarzen Schirmen davor. Hier auch ein Tischstativ. Und wenn ich dann wieder einmal rübergehe, komme ich hier zum Einhorn zurück. Es ist so riesengroß. Ja, das ist unser aktuelles DIY-Studio. So sieht es bei uns aktuell aus. Es wird sich natürlich jetzt zum Herbst hin auch wieder ein bisschen was verändern. Momentan eben mit dem Rieseneinhorn super sommerlich. Und ja, natürlich auch eine gute Frage an euch. Habt ihr auch ein Rieseneinhorn zu Hause? Auch aufblasbar? Habt ihr auch wie wir keinen Platz wirklich dafür, aber wollt es einfach nicht abbauen? Wenn es so ist, schreibt es uns auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. Ich versuche es jetzt wieder so zu positionieren, dass man die Tür wieder benutzen kann und ich mich hier aus diesem Raum befreien kann. Also wünscht mir Glück und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und Spaß gemacht.
Tut mir leid, dass es keine richtige Sonntags-Challenge gab heute, aber wie versprochen, nächste Woche gibt's DM versus Rossmann. Und ihr könnt uns ja schon unten in die Kommentare schreiben, worauf ihr euch da besonders freut, was ihr am liebsten dort einkauft, was so eure Highlights da sind. Ich verrate schon mal, ich gehe da am liebsten in die Backabteilung. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt natürlich auch in die Kommentare schreiben, was so bei uns im Studio euer Highlight war. Und ich sage nochmal ganz, ganz, ganz viel gute Besserungsgrüße an Kati. Könnt ihr natürlich auch noch unten reinschreiben wieder, wenn ihr der lieben Kati gute Besserung wünschen möchtet. Wie versprochen, nächste Woche ist sie wieder fit. Und vergesst natürlich nicht, unseren Kanal hier zu abonnieren, die kleine Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do It Yourself Inspiration. Tschüss!